Yo Leute, was geht? Hoffe, alles okay bei euch. Heute geht es wieder mal um sehr interessante Geschichten. Wir gehen heute auf ein paar Gerüchte ein, die um Jeffrey Dahmer und Charles Manson gehen. Und zwar, dass sie Experimente von bestimmten amerikanischen Behörden waren und Opfer des bekannten Gehirnwäscheprogramms MK-Ultra. Man soll angeblich nach einer Möglichkeit gesucht haben, Leute so zu programmieren, dass sie einen Mord begehen und sich danach nicht mehr erinnern können, wer sie geschickt hat. Dies wurde mit verschiedenen Taktiken versucht. Darunter halluzinogene Substanzen, Elektroschocks und viele weitere Sachen, auf die wir eingehen. Man soll oft die Möglichkeit gehabt haben, sie wegzusperren. Doch sie wurden immer wieder freigelassen, obwohl sie oft mehrmals gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben. Es schien so, als ob man sie draußen haben will, um weiter ihr Verhalten studieren zu können. In einem Podcast von Joe Rogan wurde dieses Thema auch mal angesprochen. Er hatte einen ehemaligen Journalisten zu Gast, der damals Leute interviewt hat und diese Sachen herausgefunden hat. Auch gehen wir auf die neue Netflix-Serie über Jeffrey Dahmer ein. Und einige Sachen, die weggelassen wurden oder nur beiläufig erwähnt wurden. Zum Beispiel, dass die Mehrheit seiner Opfer zu rituellen Zwecken getötet wurde. Und dass sein Vater ihn angeblich für staatliche Experimente freigegeben hat. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. Under a project codenamed MK Ultra, the patients were never told that their treatment was part of a CIA experiment. Family were arrested and then it seemed like the police officers who were holding them were being told, hey, you got to let these guys go. Yeah. This is a higher situation, this is above your pay grade. Yeah. He really gave himself over to, you know, to the devil. Gehen wir mal kurz auf Jeffrey Dahmer ein. Dahmer wurde am 21. Mai 1960 in West Allis, Wisconsin geboren. Nachdem er im Alter von 6 Jahren wegen eines doppelten Leistungsbruchs operiert wurde, hat er sich komplett verändert. Als er älter wurde, wurde er zunehmend introvertiert und begann Zeit auf einem geheimen Tierfriedhof zu verbringen, den er selbst gebaut und mit Roadkill gefüllt hatte. Er soll am 6.6.1978 angefangen haben zu töten. Nach seiner Verhaftung im Juli 1991 konnten ihm 16 von 17 gestandenen Morden nachgewiesen werden, die er in den Jahren 1978 bis 1991 an jungen Männern und Jugendlichen verübt hatte. Er soll versucht haben, Leute zu willenlosen Zombies zu machen, indem er Löcher in ihren Kopf bohrte und Salzsäure in den Kopf injizierte. Er wurde schon auf vielen Tracks von Rappern erwähnt. Bestimmt haben viele von euch den Namen Jeffrey Dahmer gekannt, bevor ihr überhaupt wusstet, wer das ist. Auf jeden Fall kam vor kurzem eine Netflix-Doku-Serie über ihn, wo über sein Leben und seine Taten gesprochen wurde. Vieles wurde aber in der Doku-Serie nicht oder nur beiläufig erwähnt und es wurde nicht näher darauf eingegangen. Zum Beispiel wurde behauptet, dass die Mehrheit seiner Opfer wegen rituellen Zwecken getötet wurde und eine enge Verbindung in die Satanisten-Szene hatte und oft Rituale und Seancen durchgeführt hat. She'll never forget the party at his house, where no food, no drinks were served. The only thing on the menu was a spiritual call to the devil. Seine ehemalige Freundin hat zum Beispiel damals in einem Interview behauptet, dass er sie zu einer Seance eingeladen hat, um mit dem Teufel zu reden. Als Seance, französisch für Sitzung, wird im Allgemeinen eine spirituelle Sitzung einer Gruppe mehrerer Personen bezeichnet, wobei unter Anleitung oder Nutzen eines Mediums mit Geistern und Dämonen in Kontakt getreten wird. In der Doku-Serie wurde das Thema Satanismus nur beiläufig erwähnt, aber schon in der ersten Folge war dieses Bild hier zu sehen. Das ist die satanische Bibel, die von Anton LaVey geschrieben wurde. Er wurde schon mal in dem Kanye West Video erwähnt. Auch war diese Szene hier zu sehen, wo ein Mini-Altar zu sehen ist. Es wurde aber wieder nur kurz und beiläufig gezeigt, als ob es gar nichts mit seinen Taten zu tun gehabt hat. Obwohl im echten Leben viele wussten, dass er oft Opferrituale durchgeführt hat. Nachbarn hatten oft mitbekommen, dass er Tiere zu rituellen Zwecken getötet hat und haben sogar Fotos an die Behörden übergeben. While these remains may not be from Dahmer's first victim, investigators suspect they may have been from animals that Dahmer slaughtered as part of a satanic style ritual. It appears that the killing was in some type of ritualistic process, if you will. Gehen wir mal kurz auf das Thema Satanismus ein. Oft behaupten Satanisten, dass sie gar nicht den Teufel anbeten, sondern erklären Satanismus immer so, dass sie selber ihre Entscheidungen treffen können und selber für sich entscheiden, was richtig und was falsch ist. Sie glauben angeblich gar nicht an sowas wie den Teufel oder Gott. Aber Ex-Satanisten behaupten, das ist eine Lüge. Wenn zum Beispiel Leute wüssten, dass sie den Teufel anbeten, könnte das ja den Gedanken in den Leuten erwecken, dass es logischerweise darauf auch einen Gott geben muss. Oft wird dieser Spruch hier erwähnt. Der größte Trick des Teufels war, die Welt davon zu überzeugen, dass er nicht existiert. Man hätte ihn eigentlich schon viel früher verhaften können, denn er ist den Behörden mehrmals aufgefallen, aber man hat ihn nie verhaftet.
obwohl man es eigentlich nicht hätte übersehen können. Zum Beispiel am Nachmittag des 26. Mai 1991. Dahmer traf auf der Wisconsin Avenue auf einen 14-jährigen Teenager namens Connor Rex in Tesmofon. Er trat an den Teenager mit einem Geldangebot heran, ihn in seine Wohnung zu begleiten, um für Polaroid-Fotos zu posieren. Er überlegte kurz und hat ihn in seine Wohnung begleitet, wo er für zwei Bilder in seiner Unterwäsche posierte, bevor Dahmer ihn unter Drogen setzte und vergewaltigte. Als Conorak bewusstlos wurde, führte Dahmer den Jungen in sein Schlafzimmer, wo die Leiche von Tony Hughes, den Dahmer drei Tage zuvor getötet hat, auf dem Boden lag. Doch der Junge hat nichts gemerkt, da er voll von den Schlaftabletten war, die ihm Dahmer gegeben hat. Bei dieser Gelegenheit bohrte Dahmer ein einziges schmales Loch in die Schädeldecke von ihm, durch das er Salzsäure in den Stirnlappen injizierte. Er wollte ihn zu einem willenlosen Zombie machen. Dahmer lag eine kurze Zeit neben ihm, bevor er kurz einschlief und dann seine Wohnung verließ, um in einer Bar was zu trinken. In den frühen Morgenstunden des 27. Mai kehrte Dahmer an seine Wohnung zurück und entdeckte, dass der Junge nackt und verwirrt durch die injizierte Salzsäure an der Straßenecke saß. Drei Frauen hatten diesen Vorfall mitbekommen. Dahmer näherte sich den Frauen und sagte ihnen, dass der Junge sein Freund sei und versuchte ihn am Arm zu seiner Wohnung zu führen. Die drei Frauen rieten Dahmer davon ab und haben ihm mitgeteilt, dass sie schon den Notruf gewählt haben. Bei der Ankunft von zwei Milwaukee-Polizisten, John Balzerzak und Joseph Gabrisch, entspannte sich Dahmers Verhalten. Er sagte dem Beamten, der Junge sei sein 19-jähriger Freund. Er habe nach einem Streit zu viel getrunken, dass er sich häufig so benahm, wenn er betrunken war. Die drei Frauen waren aufgebracht. Und als eine der drei Frauen versuchte, einem Beamten mitzuteilen, dass der Junge verletzt ist und dass er anscheinend gegen Dahmers Versuch, ihn wieder mitzunehmen, gekämpft hatte, sagte der Beamte, sie soll abhauen und ihre Klappe halten. Kurz nach dem Eintreffen der Polizeibeamten von Milwaukee trafen drei Mitglieder vom Rettungsdienst ein. Einer der drei glaubte, dass der Junge behandelt werden müsse. Doch die Polizeibeamten wiesen das Rettungspersonal an zu gehen. Die Polizisten eskortierten Dahmer und den Jungen zu Dahmers Wohnung. In seiner Wohnung und in dem Bemühen, seine Behauptung zu bestätigen, dass er und der Junge ein Liebespaar waren, zeigte Dahmer dem Beamten die beiden halbnackten Polaroid-Fotos, die er am Vorabend von dem Jugendlichen gemacht hatte. Obwohl ein Polizeibeamter sagte, er habe nichts Ungewöhnliches gerochen, gab der andere Polizeibeamte später an, er habe einen seltsamen Geruch bemerkt. Dieser Geruch ging von dem verwesenden Körper von Hughes aus. Was damals in den News berichtet wurde, ist, dass man es eigentlich hätte merken müssen. Ein Polizeioberkommissar sagte, es wäre nicht möglich gewesen, in diese Wohnung zu gehen, ohne dass man es gemerkt hätte. Thursday, the police chief said no one could go in that apartment and not notice something was wrong. Today, he appeared shaken at the thought Jeffrey Dahmer slipped through his police force's hands time and time again. That a 14-year-old kid runs out the house naked with his bleeding, and some people see that and they call the police, and the police don't do nothing about it and put the kid back in the killer's hands. I don't understand that at all. So Sachen sorgen natürlich dafür, dass viele Leute sich fragen, was da genau los war und wie es passieren konnte, dass Polizisten in seine Wohnung kommen und nicht merken, dass ein verwesener Körper in der Wohnung liegt. Viele vergleichen ihn nun mit Charles Manson, bei dem sowas Ähnliches passiert ist. Ein Journalist hat 2019 ein Buch rausgebracht, wo er krasse Behauptungen aufgestellt hat. Und zwar, dass Charles Manson ein Experiment von bestimmten amerikanischen Behörden war und Opfer eines Gehirnwäscheprogramms namens MKUltra. Wir gehen gleich im Video etwas näher darauf ein. Auf jeden Fall hat 2019 ein Journalist namens Tom O'Neill ein Buch veröffentlicht, in dem er einige interessante Sachen mitteilte. Auf diese Sachen ist er nochmal bei Joe Rogans Podcast eingegangen. Er hat in seinem Buch aufgezeigt, dass Charles Manson eigentlich schon längst hätte hinter Gittern sein müssen. Er wurde mehrmals wegen schwerer Straftaten gepackt und immer wieder freigelassen, obwohl er auch mehrmals gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Explain how they did it. They infiltrated these hippie communities and they allowed Charles Manson over and over and over again to get out of jail. Yeah. They knew that he was committing all these crimes and instead of incarcerating him. We have to be careful when we say they. Er war auf Bewährung. Und sein Bewährungshelfer Roger Smith spielt auch eine große Rolle in der ganzen Sache. Roger war nicht nur der Bewährungshelfer von Manson, sondern auch Leiter einer Arzneimittel- und Drogenforschungsgruppe. Sie hatten eine Praxis, die wie eine ganz normale Wohnung aussah. Roger wies seine 6 Studenten an, sich lange Haare wachsen zu lassen und sich wie Hippies zu kleiden, um so nicht aufzufallen und somit Leute in die Wohnung locken zu können. Man hat Leute unter Substanzen gesetzt und wollte ihr Verhalten erforschen. Das Projekt MKUltra war ein illegales Menschenversuchsprogramm, das von bestimmten amerikanischen Behörden entworfen und durchgeführt wurde und darauf abzielte, Verfahren zu entwickeln und Drogen zu identifizieren, die beim Verhören verwendet werden können, um Personen zu schwächen und Geständnisse zu erzwingen. Gehirnwäsche und psychologische Folter. Developed rather esoteric and unusual methods of so-called brainwashing people.
Dr. John Gettinger was the CIA's chief psychologist for 25 years. Das Experiment wurde ein Häftling gestartet und weitete sich immer mehr aus. Das Programm begann 1953, als Kriegsgefangene aus Korea wieder nach Amerika zurückgekommen sind und man gemerkt hat, dass sie auf einmal einen Hass für den amerikanischen Lebensstil hatten. Die Behörden waren davon überzeugt, dass die Koreaner eine Methode zur Gehirnwäsche entdeckt haben. Man soll auch nach einem Wahrheitsserum gesucht haben. Zum Beispiel, dass wenn man Spione im eigenen Land verhaftet, dass man es ihnen dann verabreichen kann, um so an Informationen ranzukommen. Noch dazu soll man nach einer Möglichkeit gesucht haben, Leute so zu bearbeiten, dass wenn sie zum Beispiel für einen Auftrag losgeschickt werden, sich nicht mehr erinnern können, falls sie erwischt werden. Zum Beispiel, man schickt einen Agenten in ein fremdes Land. Wenn dieser beim Auftrag erwischt wird und gefoltert wird, besteht die Möglichkeit, dass er Informationen preisgibt. Man wollte sozusagen eine Maschine züchten, die, wenn es darauf ankommt, einfach nicht weiß, was passiert ist und wer ihm den Auftrag gegeben hat. Dieses Programm wurde in verschiedenen Ländern durchgeführt. Eins davon war Kanada. I was interested in Dr. Cameron's work on psychic driving because it could give them an idea of where the personality could break or be stressed. Those of us who were involved with trying to find out something about brainwashing, yes, this is the reason that we were interested in Dr. Cameron's work. Es geht um das Allen Memorial Institute, was eine Psychiatrie ist, und einen Doktor namens Donald Ewan Cameron. Das ist der Mann, der diese Psychiatrie 20 Jahre lang geführt hat und Experimente an ganz normalen Leuten durchgeführt hat. Eine Methode hieß zum Beispiel Deep Patterning, wo man so mit Elektroschocks bearbeitet wurde, dass man wortwörtlich das Gehirn der jeweiligen Person gewaschen hat. Danach war sozusagen der Speicher des Gehirns gelöscht. Es ging so weit, dass Leute vergessen haben, wie sie auf die Toilette gehen und vom Kopf her wieder wie ein kleines Kind waren. Noch eine Methode war der Sleep Room, wo man Leute für einen Monat am Stück schlafen gelegt hat. Ihnen wurden immer wieder Substanzen verabreicht, um sie in einen tranceähnlichen Zustand zu bringen. Noch dazu ließ man 15 Stunden am Tag eine Audioaufnahme abspielen, in der die Leute vom Arzt bestimmte Botschaften gekriegt haben. Man hat es immer so erklärt, dass man die schlechten Gedanken durch das Deep Patterning rausbekommen hat und nur mit einer Audioaufnahme wieder gut in den Kopf reinbringt. Einer dieser Patienten war der damals 18-jährige Bon Logie, der wegen Fußschmerzen, die als psychosomatisch eingestuft wurden, in die Psychiatrie überwiesen wurde. Er wurde in den sogenannten Sleep Room geschickt und mit Elektroschocks bearbeitet. Er kann sich bis heute an die meisten Sachen nicht mehr erinnern. Started to run away from the hospital and they grabbed me and then they put me on sleep treatment. They kept you asleep for 23 days and while I was asleep they were shocking the heck out of me with electric shocks and playing tapes. Eine weitere Person ist eine Frau, mit der ebenfalls Deep Patterning und die Sleep Room Methode durchgeführt wurde. Sie konnte sich am Ende nicht mal mehr an ihre Familie erinnern. Dr. Emanuel, der ebenfalls mit Dr. Cameron gearbeitet hat, sagt, dass er diese Methoden immer in Frage gestellt hat. Man konnte Leute so programmieren, dass sie auf bestimmte Trigger auf einmal eine andere Persönlichkeit hatten. Die Trigger waren zum Beispiel Musik, Gerüche, Filme und viele weitere Sachen. An intelligent ethical scientist today would not do an awful lot of things that an ethical scientist would do in those days. Der Vater von Jeffrey wurde oft beschuldigt, dass er irgendwas mit der kaputten Psyche von seinem Kind zu tun gehabt hat und ihn für so Experimente freigegeben hat. Oft hat er Geschichten erzählt, die so gar nicht passiert sind. Zum Beispiel sagte er, dass die Mutter von Jeffrey Dahmer während der Schwangerschaft unter stark betäubenden Medikamenten stand und sie immer verwirrt war. Bei einem Interview ist die Mutter von Jeffrey geschockt, als sie hört, was ihr Mann behauptet hat und sagt, das ist eine Lüge. Die Frage ist hier, warum erzählt der Vater von Jeffrey Dahmer, dass die Frau immer verwirrt und nicht zurechnungsfähig war? Anscheinend weiß sie irgendwas und er wollte sie direkt mit diesen Anschuldigungen diskreditieren. Noch dazu wurden in seinem Buch ein Haufen Geschichten erzählt, die so gar nicht passiert sind. Jeffreys Mutter sagt, das ganze Buch ist eine Lüge. Went over and was playing with the bones and seemed fascinated that with these, absolutely with these bones. Astounds me. Excuse me for interrupting you, but I never heard anything like that that ever happened. You see, you're doing a television show, vision show prompted by a book which was written, which apparently is one parent's story, which doesn't jive with the other parent's story at all. Jeffrey Dahmer starb am 28.11.94 durch die Hände eines Mithäftlings. Seine Eltern haben danach bei einem Interview behauptet, dass Jeffreys Anwalt erzählt hat, dass der Mord an Jeffrey wahrscheinlich vom Gefängnis zugelassen wurde und es kein Zufall war. This attorney said he was confident that it was something that was allowed to happen. Was denkt ihr über diese ganze Geschichte? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus.